Ja, vielen Dank, Rebecca, für die Einladung und für die Möglichkeit, hier jetzt vor Ihnen sprechen zu dürfen. Haut und Rheuma, ein Crossover der Disziplinen, das ist das Thema, das Sie vorgegeben haben. Ich habe einfach, um die Sache mal ein bisschen zu vergegenwärtigen, unsere gemeinsamen Diagnosen in Rheumatologie und Dermatologie mir angeschaut in dermatologischen Lehrbüchern und habe da die eine oder andere Diagnose gefunden. Sie sehen hier, ich kann es selber kaum erkennen, infektiöse, reaktive Dermatitis, Arthritis-Syndrome, dann die etiologisch ungeklärten Syndrome, die Dermatitis, Arthritis-Syndrome bei allergischen Reaktionen, bei Autoimmunerkrankungen, Immundefekten, bei vermuteten oder bekannten genetischen Defekten und es ist noch ein bisschen Platz auf der Folie, metabolische, endokrinologische Erkrankungen, degenerative Gelenkerkrankungen und auch bei Neoplasien gibt es was. Ja, im Alltag sieht es, vermute ich jetzt einfach mal so aus, dass diese gemeinsamen Diagnosen Rheumatologie, Dermatologie ungefähr 90% etwa der rheumatologischen Arbeit abdecken sollten, jetzt einfach, wenn man sich die Diagnosen mal so anschaut. Bei uns Dermatologen wäre meine Schätzung, dass wir, wenn wir die Psoriasis-Patienten mit drin haben, vielleicht so 2% uns beschäftigen im Alltag mit diesen Diagnosen. Es sind wahrscheinlich sogar weniger, wenn man die Psoriasis-Patienten mal mit rausnimmt. Deswegen die Frage, ist das nicht zu schwammig, wenn eigentlich alles, was Sie machen, mit Dermatologie einhergehen kann, aber nicht muss? Und ist es denn so, dass wir vielleicht einfach zu wenig damit zu tun haben? Braucht es da Kooperation? Ich mache das Kreuz sofort wieder weg. Ja, selbstverständlich. Wir erleben das jeden Tag im Alltag, dass es eine sehr wichtige Kooperation mit der Rheumatologie gibt. Nehmen wir einfach mal so einen alltäglichen Fall. Ein Patient, der zu uns kommt mit diesem Handekzem, wurde geschickt vom Hausarzt mit einer Überweisung, auf der drauf stand Psoriasis, Arthritis, Fragezeichen, weil er ein bisschen Rückenschmerzen hat und Magensteifigkeit. Ist natürlich für einen Dermatologen eine schwierige Frage, die zu beantworten, aber wir können natürlich versuchen, einen Weg zu gehen, wie man das Problem angeht. Was tun wir in der Dermatologie? Wir schauen zunächst mal nach den Differentialdiagnosen. Und die Hand hat 5 Finger und wir kümmern uns um diese 5 Differentialdiagnosen. Zunächst mal infektiöse Genese, Tinea manum, kann so ausschauen. Wir nehmen kulturelle Abstriche und überprüfen das. Kontaktallergisches Ekzem, der Patient ist ein Elektroinstallateur, ist viel auf Baustellen. Das kann natürlich gut sein, dass er kontaktallergisch reagiert auf einen der Baustoffe. Das heißt, wir führen die entsprechenden Epikutantestungen durch, um diese Sache abzuklären. Natürlich kann so auch eine Psoriasis palmaris aussehen. Hier hilft uns nur eine Biopsie weiter und natürlich die entsprechende Anamnese. Auch eine Neurodermitis kann solchen Handekzemen zugrunde liegen. Wir führen die entsprechenden Pricktestungen durch, die Rastuntersuchungen und versuchen in dem Gebiet zu schauen, ob wir da Ursachen finden können. Und zu guter Letzt das sogenannte toxisch-degenerative Handekzem aus der Berufsdermatologie, Thema vom Arbeitsschutz, das natürlich auch entsprechend wichtig ist bei Patienten, die zum Beispiel auf der Baustelle arbeiten. Meistens ist es so, dass von einem ein bisschen zutrifft und irgendwo multifaktorielle Genese der Sache zugrunde liegen kann. Hier bei diesem Patienten konnten wir tatsächlich dermatohistopathologisch dann die Diagnose der Psoriasis sichern mit der Hyperkeratose, der Orthopara-Keratose, die verlängerten Drähte leisten und dann sehen Sie auch noch einen Mandroschen Mikroabszess, der ist hinweisgebend und beweisend für das Vorliegen einer Psoriasis palmaris. Noch ein Fall, den ich Ihnen hier illustrieren kann. Dieser Patient, ich weiß gar nicht, sieht man die Hautveränderungen gut? Ja? Dieser Patient kommt zu uns. Der Rheumatologe von nebenan hat ihn geschickt. Es geht ihm furchtbar schlecht. Er hatte Fieber, Gelenkschmerzen, Knochenschmerzen überall. Und diesen Hautausschlag, den er uns präsentiert. Und die Frage ist, was denken wir? Wir schauen uns den Patienten genauer an, sehen auch Palmar und auch Plantar entsprechende Hautveränderungen und können hier tatsächlich, denke ich, einen ganz guten Tipp geben. Der Patient hat eine Syphilis, Lewis 2 mit Polyarthritis und Peristitis syphilitica. Genau, man könnte natürlich auch
rheumatologisch zum Beispiel an das Still-Syndrom denken. Aber hier konnten wir durch die dermatologische Beratung sozusagen schnell die Laboruntersuchungen auf die Lewis-Serologie erweitern. Wenn man zusammenarbeitet, ist immer ganz gut, wenn man weiß, wie tickt denn das Gegenüber, wie tickt denn der Kollege in seiner Denke. Ganz wichtig ist, dass für uns Dermatologen nicht nur der Hauptbefund, sondern natürlich auch die Anamnese ist immer wieder erstaunlich, wie lange man braucht, wenn man Weiterbilder hat, Weiterbildungsassistenten hat, ihnen genau diese vier Fragen so nahezulegen, dass sie sie auch wirklich bei jedem Patienten stellen. Aber sie sind sehr, sehr wichtig. Die erste Frage, wie lange schon, ist hier zum Beispiel hinweisgebend. Wir haben hier einen Patienten, wenn der auf diese Frage antwortet, seit einer Woche und es wird schon besser, dann wird es wahrscheinlich ein Herpes labialis sein und nichts anderes. Dieser Patient beantwortet die Frage mit ungefähr ein Dreivierteljahr und am Anfang war das auch noch nicht so offen. Am Ende ist es ein Basaliom, das er da hat. Die Anamnese ist hier doch sehr wichtig. Hier haben wir auch ein Bild von einer Ulzeration im Genitalbereich. Die Frage das erste Mal oder immer mal wieder ist hier wichtig. Wenn es immer mal wieder kommt, ist es ein Herpes genitalis. In diesem Fall ist es der Primäreffekt von der Lewis. Das war das erste Mal und dann fragt man natürlich anders, als wenn man weiß, dass das immer wiederkehrt. Die Patientin wurde geschickt vom Hausarzt in dem Fall und wir haben hier gefragt, ja, wie ist es denn, wie lange haben Sie das schon und all diese Fragen und kam nichts Substanzielles dabei rüber. Juckreiz, die Frage ist sehr, sehr wichtig für uns Dermatologen, wahrscheinlich so ungefähr wie für die Rheumatologen die Frage nach Schmerz. Die Patientin sagte, nee, es juckt eigentlich nicht. Und es ist natürlich ungewöhnlich, dass man sich so aufkratzt, dass man vernarbt. Und es juckt eigentlich gar nicht. Letztendlich ist es eine psychiatrische Diagnose. Die Patientin hat einen Dermatozoonwahn und glaubt, dass sie sich da Tiere aus der Haut rauskratzen muss. Und sie hat es auch nur auf der Seite, wo sie gut kratzen kann. Auch noch, ja, der Balken war wichtig. Wichtig ist natürlich die Familienanamnese. Wir haben hier ein Kind von einer geflüchteten Familie, das wegen ganz anderen Dingen kommt, Dellwarzen. Und wir sehen per Zufall im Prinzip diese konfigurierten Erytheme, die es hier hat, leicht schuppende Erytheme. Und ist aber nichts, was das Kind eigentlich stört und auch die Eltern nicht. Wir fragen nach der Familienanamnese und bekommen den kleinen Bruder des Jungen zu sehen, der im Prinzip die gleichen Hautveränderungen hat. Und über viele Umwege stellen wir dann die Diagnose einer Erythrokeratodermia figurata variabilis Mendes da Costa. Jetzt habe ich natürlich alle dermatologischen Klischees bedient. Unaussprechliche Dinge, viele Eigennamen und sehr seltene Erkrankungen, die eigentlich kaum eine Relevanz haben. Ja, klar, aber auf sowas kommt man natürlich nur, wenn man auch die entsprechenden Fragen stellt und den Bruder dann auch zu Gesicht bekommt. Der Stammbaum zeigt auch, dass da genetisch entsprechende Vermischungen stattgefunden haben, die dazu führen können, dass ich weiß. Genau. Wie tickt der Hautarzt? Was natürlich für uns sehr wichtig ist, der Hautbefund von großer Bedeutung, die Lokalisation des Hautbefundes auch sehr wichtig, hat auch viele Dimensionen, das will ich Ihnen kurz zeigen. Wir denken an den Lewis-Patienten von vorhin. Das ist eine Frage der Lokalisation. Wenn Sie einen Ausschlag sehen müssen, wir müssen immer überlegen, wo ist der überall und wo genau muss man überall hinschauen, um dann auch diesen Ausschlag entsprechend diagnostizieren zu können. Das ist ein wichtiger Punkt, also die Topografie der Hautveränderungen ist von Bedeutung, Prädilektionsstellen, die im Prinzip Länge und Breite des Patienten sozusagen betreffen. Nochmal so ein Fall, hier diese Leviden-Erytheme, das sind blutig aufgekratzte Ekzemstellen, hier unten sieht man das Ekzem, hier ist auch die Prädilektionsstelle ganz klar, die Beugenekzeme bei atropischem Ekzem, die uns der Diagnose entsprechend näher bringen. Dann zeige ich Ihnen aber jetzt auch noch in dem Fall mal drei Unterschenkel. Also da ist die Lokalisation klar, immer an der gleichen Stelle, aber hier auf dem ersten Bild sehen Sie, dass die Entzündung die Epidermis mit einbezieht. Da ist Schuppung, da ist eine Erosion. Das ist ein Hinweisgeber dafür, dass die Entzündung tatsächlich relativ weit oben in der Haut stattfindet. Der Patient hat eine Psoriasis, haben wir vorhin gesehen, ist pathologisch, das betrifft das Stratumkornium eben auch. Der zweite Unterschenkel sieht ähnlich aus, aber die Haut
ist hier, schuppt hier nicht. Hier ist keine epidermale Beteiligung, sondern die Entzündung, die sitzt im Chorium, also in der Haut und unter der Epidermis sozusagen. Die Patientin hat eine Necrobiosis lipoidica, eine granulomatöse Entzündungsreaktion letztendlich, die mit Diabetes oft vergesellschaftet auftritt. Und die Entzündung findet tatsächlich tiefer statt als bei der Psoriasis. Und hier nochmal auch was, was Sie aus der Rheumatologie kennen, eine ganz, ganz tief sitzende Entzündung, die können Sie gar nicht tasten an der Haut, sondern das tasten Sie sehr viel tiefer unten im Fettgewebe, das Erythema nodosum bei Sarkoidose. Also auch eine sehr, sehr starke Tiefe in der Entzündung. Und die Tiefe im Gewebe ist für uns eben auch eine Lokalisationsfrage. Wo sitzt die Entzündung? Weit oben, in der Mitte oder unten? Ist von großer Bedeutung bei der Diagnosestellung letztendlich. Ja, was kann jetzt also der Rheumatologe vom Dermatologen erwarten bei seiner alltäglichen Arbeit? Zunächst mal, denke ich, ist es wichtig, dass wir Ihnen Patienten schicken, die einfach gut vorselektiert sind. Bei uns sind die Wartezimmer voll, bei Ihnen, glaube ich, mindestens genauso voll, wenn nicht noch voller. Denken Sie an den Elektroinstallateur, wenn ich Ihnen den schicke mit einer Tinea, das nützt gar nichts, dann muss ich ihn mit seinen Rückenschmerzen zum Orthopäden schicken. Wenn ich aber weiß, er hat eine Psoriasis, dann weiß ich auch, dass er gut bei Ihnen aufgehoben ist. Und wir haben natürlich auch das interdisziplinäre Mitdenken im Zweifelsfall, wenn man sagt, was könnte das denn sein? Wie können wir diesen Ausschlag dann rheumatologisch verwerten letztendlich? Ich habe noch interdisziplinäre Crossover-Fälle mitgebracht. Hier jetzt eine 24-jährige Patientin. Die Patientin hat schon lange temperaturabhängige Parästhesien an den Extremitäten mit Rhinosyndrom, Rhinophänomen. Sie hat häufig Kopfschmerzen, nimmt viele Schmerzmittel, ist sehr hitzeempfindlich. Ihr Vater ist mit 53 Jahren an einem Schlaganfall, an einer Hirnblutung verstorben. Die Patientin wird geschickt, eigentlich auch, weil es sie selber stört, diese vielen kleinen roten Punkte, die sie da am Rücken hat, aber auch, weil der Zuweiser sagt, naja, irgendwie kommt mir das komisch vor, was soll das sein? Senile Angiome mit 24, so viele, ungewöhnlich. Wir haben eine Idee, wir schauen uns das auflichtmikroskopisch an. Wir sehen hier eigentlich schon das Bild eines Hemangioms, allerdings mit relativ viel Fibrosierung, also da ist tatsächlich auch Keratin, ein fibrosiertes Material letztendlich, das hier eine Rolle spielt in dieser Hautveränderung. Und wir machen eine Biopsie und stellen fest, es ist ein sogenanntes Angiokeratom, nicht ein Hämangiom, sondern ein Angiokeratom. Und dann verdichtet sich diese Idee, man schickt die Patientin zum Augenarzt, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier unten sieht man so, ja, so fast wie bei so Glasscheiben, wo ein bisschen Eis sich befindet, solche Dinge in der Fundoskopie. Und wir können diagnostizieren einen Morbus Fabrio mit dem Angiokeratoma corporis diffusum am Rücken und der Cornea verticillata, die pathognomonisch ist auch für dieses Krankheitsbild. Das ist eine X-chromosomal vererbte Mutation von einem Alpha-Gal-Gen. Mangel an Alpha-Galactosidase A ist dann die Folge. Eine Glykosphingolipidose, die sich dann in den vaskulären Endothelzellen und anderen Zellen entsprechend anreichert. Und es ist eine relativ häufige Erkrankung, die Inzidenz wird angegeben mit 1 zu 3.100 Lebendgeburten. Also es sind viele Patienten, die mit dieser Erkrankung durch die Gegend laufen und in der Regel undiagnostiziert bleiben. Die Symptomatik bereits in der Kindheit, Schmerzsyndrome, Parästhesien, Renophänomen, Hypohidrose. Also durchaus nicht unwahrscheinlich, dass so ein Patient auch mal in die Rheumatologie geht, wie bei dieser Patientin. Zunehmend Hautveränderungen und Augensymptomatik im Laufe des Lebens, dann im weiteren Verlauf Gefäßbeteiligung auch der großen Gefäße, Herzversagen aufgrund der kardiovaskulären Veränderungen, Niereninsuffizienz, nephrogene Hypertonie, zerebrale Insulte. Die Prognose ist in Faust, die Patienten sterben zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr, wenn sie nicht diagnostiziert werden und sie werden leider meist zu spät oder gar nicht diagnostiziert, obwohl man inzwischen Fabry-Patienten gut therapieren kann mit Replagal oder mit Fabazyme. Kann man substituieren und dann können die eigentlich ein relativ normales Leben führen. Ein weiterer Crossover-Fall, das ist vor 2 Wochen bei uns in der Praxis gewesen, eine 35-jährige Patientin. Sie hat seit 4 Wochen einen starken Husten und hat diese Hautveränderung am Finger, die mit einem kleinen braunen Papel angefangen hat und jetzt so langsam immer größer wird. Es tut nicht weh, es juckt nicht.
Der Hausarzt hat die Fusidinecreme gegeben und Cefuroxim in der Idee, dass es eine bakterielle Infektion sein kann. Sicher eine gute Idee, hat aber überhaupt nichts gebracht. Wenn wir uns den Hautbefund anschauen, dann sehen wir hier so eine scharf begrenzte, sehr stark infiltrierte, also verdickte Hautveränderung, lividrot, ohne Schuppung. Das, was da oben noch drauf sichtbar ist, sind so ein bisschen Salbenreste. Und auf Druck sieht man so eine leicht gelblich-bräunliche Farbe, eine Apfel-Gelee-artige Farbe. Ich habe gedacht, ich habe eine tolle Idee und schicke die Patientin zum Rheumatologen zur Abklärung mit Verdacht auf kutane Sarkoidose mit Systembeteiligung, der Husten und so weiter. Man denkt dann so in diese Richtung. Die Rheumatologie liefert mir aber dann die Rückmeldung, dass all die entsprechenden Parameter unauffällig sind und wir telefonieren und die Frage ist, was ist es denn dann? Und glücklicherweise ist mir dann die Idee gekommen, eine Frage zu stellen, eine amnestische Frage, die dann der Rheumatologe weitergegeben hat am Telefon. Und zwar habe ich gefragt, ob die Patientin ein Aquarium hat. Und sie hat gesagt, ja, hat sie. Sie hat an Weihnachten gründlich das Aquarium gereinigt, hat sich dabei an einem Schneckenhaus, das da rumlag, verletzt. Die Schnecken sind praktisch, weil die putzen das Aquarium, da muss man selber nicht so viel putzen. Und das war dann die Ursache dieser Hautveränderung. Sie hat eine atypische Mykobakteriose, infiziert mit Mycobacterium marinum. Die Erkrankung wird Aquariumgranulom oder auch Schwimmbadgranulom genannt und kann sehr schön therapiert werden, zum Beispiel mit Doxycyclin, 200 Milligramm über 2 bis 3 Wochen. Nach einer Woche hat das Ganze schon so ausgesehen, inzwischen ist es vollständig abgeheilt. Aber hier auch eine gute Zusammenarbeit zwischen Dermatologie und Rheumatologie, wo man einfach gemeinsam die Dinge sicher arbeitet. Genau, insofern, ja, was würden sich jetzt die Dermatologen vom Rheumatologen wünschen? Natürlich auch die gute Zusammenarbeit der Diagnostik, klar. Wen wundert es, denn das macht wirklich Spaß. Und ich bin dem Dr. Baker auch immer noch dankbar für die Beantwortung der Frage, was ist denn nur, wie finde ich denn raus, ob der Patient eine Psoriasis-Arthritis hat? Ich glaube, Sie haben mir damals den Gepard-Fragebogen, deswegen habe ich ihn noch zur Verfügung gestellt. Solche Dinge, solche Tools, das kennen wir in der Dermatologie nicht so gut, wie Sie die Fragebögen vorhin, die Frau Höcker vorgestellt hat. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man so viele Daten da erheben kann. Und natürlich auch die Hilfe bei der systemischen Therapie. Auch nochmal vielen Dank für den Hinweis. Deliver Care habe ich mir gemerkt. Ja, unbedingt, ja. Unbedingt. Das ist wirklich eine tolle Sache, weil Dermatologen haben wirklich ein Problem mit Systemtherapien. Wir mischen unsere Salben, wir machen Töpfchen. Und wir haben einfach so ein bisschen Respekt immer vor Dingen, die wir in den Patienten hineintun. Wir tun sie lieber oben drauf. Deshalb ist da die internistische Hilfe für uns einfach wirklich was wert. Man kann es sich nicht vorstellen, wahrscheinlich in ihren Kreisen, aber es ist tatsächlich so. Wenn Sie dem Dermatologen Humira-Pen in die Hand geben, dann kann der auch mal so ausschauen, wie den Patienten, den wir klären. Genau. Ich habe es Ihnen vorhin schon angedeutet, wir beschäftigen uns eigentlich hauptsächlich mit diesem Thema hier, mit älteren Patienten, die viel in der Sonne waren hier in unserem schönen Landkreis, die massive Lichtschädigung haben, die ein Basaliom, ein spinozelluläres Karzinom, ein Melanom nach dem anderen entwickeln. Wir machen sehr viel Onkologie, wir machen sehr viel Prävention, wir machen sehr, sehr viel operative Arbeit, also insofern relativ uninternistisch oft im Alltag. Das ist das, was wir uns wünschen eigentlich. Füttern Sie uns mit Befunden. Dermatologen sind Raubtiere. Wir wollen jeden Tag ganz viele Befunde sehen und sind wirklich hungrig danach, zu diagnostizieren und die Leute anzuschauen. Also schicken Sie uns einfach diese Patienten. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Patientin mit dem Maus Fabri. Das war natürlich ein toller Fall. Klar, das hat man jeden Tag, aber man freut sich über solche Dinge, wenn die passieren. Füttern Sie uns mit Befunden, schicken Sie uns die Patienten. Ja, man sieht es, ist nicht dunkel genug, man sieht es nicht so wahnsinnig gut, aber eine dieser Patienten hat natürlich den systemischen Lupus mit Schmetterlingserythem, die andere Patientin hat aber eine Rosatia. Man sieht eigentlich kaum einen Unterschied. Das, was einen da so ein bisschen hinweisgebend in die richtige Richtung führt, ist auch wieder die Anamnese. Die eine Patientin, diese hier, die hat gelegentlich Pusteln, sprich kleine Eiterpickelchen, die sie sich ausdrückt, das hat die nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied in der Blickdiagnose letztendlich. Ist es ein Lupus oder ist es nur Rosatia? Noch weitere Lupuspatienten, hier eine besonders scheußliche Variante, wie ich finde, des kutanen Lupus, der Lupus profundus.
dann der klassische UV-provozierte Lupus hier oben bei den Patienten, den wir auch in der Praxis sehr häufig sehen. Und hier unten vielleicht was, was die Rheumatologen gar nicht so oft sehen, der Chilblain-Lupus, der so frostbeulenartig aussieht. Da findet man auch im Blut dann nichts. Das ist eigentlich eine fast dermatologische Diagnose. Die Patienten behandeln wir mit Fensyl auch ganz erfolgreich eigentlich. Dann diese Hautveränderung hier. Patient hat Gelenkbeschwerden, Massivgelenkbeschwerden. Das ist eine Borreliose, Lymphadenosis cutis benigna. Dann haben wir hier einen Patienten, hat auch Gelenkbeschwerden, tatsächlich in der Hand. Ist auch eine Borreliose mit Acrodermatitis chronica atrophicans Herxheimer. Alles Dinge, die wir uns gerne anschauen und gemeinsam vielleicht Ideen entwickeln, wohin könnte die Reise gehen bei solchen Dingen. Da ein paar Bilder, die mir der Dr. Welker zur Verfügung gestellt hat, zum Thema Rheumatoide Arthritis, Gott sei Dank, sind die schon etwas älter. Und in der Form sieht man es so heutzutage wohl nicht mehr so ausgeprägt, aber hier der klassische dermatologische Befund, der Rheumaknoten, die deformierten Gelenke. Gibt aber auch noch ganz andere Hautmanifestationen bei der rheumatoiden Arthritis. Hier haben wir zum Beispiel, was sind wahnsinnig seltene Sachen, die interstitielle granulomatöse Dermatitis, die hier so landkartenartig konfiguriert auftritt, typisch klassisch mit rheumatoider Arthritis vergesellschaftet. Und da die ist so selten, dass ich davon nur ein histopathologisches Bild gefunden habe, die neutrophile rheumatoide Dermatitis, gibt es auch noch. Also wir haben zu diesen Erkrankungen auch immer Bilder, Exantheme, Dinge, die wir vielleicht mit einordnen können, um da so ein bisschen zu helfen und vor allen Dingen auch den Patienten Erleichterung zu bringen in Bezug auf ihre Hautsymptomatik. Aber natürlich bei rheumatoider Arthritis Rhino, rheumatoid-flüchtige Exantheme vor allen Dingen aller Art, das ist ja oft sehr unspezifisch, die Hautbeteiligung bei der rheumatoiden Arthritis. Ja, dann haben wir hier nochmal auch ein Klassiker der interdisziplinären Zusammenarbeit hier, kutane Herde. Ja, man sieht es vielleicht nicht so genau, aber es ist ein bisschen ähnlich wie bei diesem Schwimmbadgranulom. Hier die scharfe Begrenzung, ein bisschen infiltriert, randbetont, zentral ein bisschen weißlich auch. Und dann hier in der Histopathologie der Beweis, die epithelizelligen Granulome nicht verkäsend bei Sarkoidose. Auch ganz wichtig, die Patienten für uns zu sehen. Noch ein wichtiger Patient für mich hier, habe ich vor 12 Jahren kennengelernt und er hat genau an diesem Finger genau diese Hautveränderung und sonst gar nichts. Und hat gesagt, er springt aus dem Fenster, wenn wir ihm jetzt nicht helfen können. Es hat nichts geholfen, topische Therapie hat nicht geholfen, er leidet da furchtbar drunter, es tut nicht weh, es juckt nicht, aber es ist ihm einfach wahnsinnig unangenehm, diesen Finger zu haben. Es handelt sich um eine Psoriasis, der hat eine Acrodermatitis continua superativa halopo, eine Sonderform der, noch so ein Klischee, eine Sonderform der Psoriasis, die gar nicht so selten vorkommt, die sich wirklich nur auf die Fingerkuppen oder auf die Zehenkuppen beschränkt und wahnsinnig therapieresistent ist, unheimlich schwer zu therapieren. Der Patient nimmt seit 12 Jahren MTX, 15 bis 20 Milligramm die Woche und ist wahnsinnig glücklich über seinen schönen Finger. Und es gibt nichts anderes, was ihm geholfen hat, wenn man wirklich alles probiert. Aber er ist ganz glücklich damit. Im Fall von gestern, ich glaube, ich bringe die Anamnese gar nicht mehr richtig zusammen, sehr komplexer rheumatologischer Fall. Die Patientin kommt vom Rheumatologen und hat schon mit 1,5 oder 2 Jahren eine juvenile idiopathische Arthritis diagnostiziert bekommen, lief dann ganz lange Jahre unter Basistherapie und allen möglichen Dingen, bis sie vor ungefähr 10 Jahren eine Psoriasis entwickelt hat und dann die Diagnose auf die Psoriasis Arthritis mehr oder weniger umgestellt worden ist. Sie ist mit MTX therapiert, sie nimmt regelmäßig Cortison dazu. Sie hat Enbrel hinter sich gebracht, Humira hinter sich gebracht, Cosentyx, Cimzia und momentan ist sie auf Tals eingestellt, was ihr sowohl, was sie die Symptomatik auf allen Ebenen wohl offensichtlich sehr erleichtert hat. Aber sie hat dieses Pyoderma-Gangrenosum entwickelt, das man als solches kaum mehr erkennt, weil es tatsächlich unter 30 Milligramm Dekatin jetzt schon sehr, sehr viel besser geworden ist seit 8 Wochen. Aber die Frage war jetzt, ist Tals schuld am Pyoderma? Ich stelle es in den Raum, hier sind so viele Rheumatologen, deswegen denke ich mir, wenn jemand von Ihnen eine gute Idee hat, dann freue ich mich, wenn ich nachher angesprochen werde. Ich denke, nein, wir versuchen jetzt einfach von dermatologischer Seite hier das Pyoderma zu behandeln, Steroid runterzubekommen wieder und
zu sehen, dass wir mit Lokaltherapie ja einfach Systemtherapie reduzieren können. Was in der Regel ganz gut funktioniert. Wir schmieren da wirklich hochpotent Cortisoncremes drauf, die sonst Hautatrophien verursachen, hilft aber trotzdem. Sowas kann man schon in den Griff kriegen. Dapsone wäre auch eine Option. Weiß ich nicht, muss ich auch mit den entsprechenden Rheumatologen noch besprechen, was sie davon halten. Aber ich wollte Ihnen das Pyoderma nicht vorenthalten. Natürlich auch eine wichtige Diagnose, die wir gemeinsam bearbeiten oft. Was würde der Dermatologe sich wünschen? Wünsche ich mir an alle Fachgruppen. Ich habe einen ähnlichen Vortrag schon für Hausärzte auch gehalten und habe das auch gebracht, weil es mir ein ganz wichtiger Punkt ist. Lebensqualitätsforschung ist das Thema, haben wir heute auch schon viel darüber gehört, was ich super interessant fand. Es gibt ein wildes Tool in der Lebensqualitätsforschung, das nennt sich 10 Years Time Trade-Off. Das kommt eigentlich aus der Gesundheitsökonomie und aus der Ökonomieforschung. Folgendes Szenario: Sie haben einen Patienten, der hat eine chronische Erkrankung und Sie sagen dem, pass auf, du hast von heute genau 10 Jahre noch zu leben. Du kannst dich jetzt entscheiden, entweder lebst du mit deiner Erkrankung, musst dafür aber Lebensjahre abgeben, wie viele bereit bist du dafür abzugeben, oder du behältst deine Erkrankung und lebst genau diese 10 Jahre noch. Also eigentlich eine ganz schön fiese Fragestellung, auf die sich nicht jeder Patient einlässt, aber manche eben schon oder viele schon. Ich habe einfach mal so ein paar Daten für verschiedene Indikationen zusammengetragen. Das ist jetzt sicher nicht wissenschaftlich belastbar. Das ist nicht, die Studien haben ganz unterschiedliche Settings und ganz unterschiedliche Ideen dahinter. Trotzdem glaube ich, dass es interessant ist, die mal so nebeneinander zu sehen und vielleicht kann man ein bisschen was daraus ableiten mit aller Vorsicht. Aber Sie haben hier zum Beispiel bei der rheumatoiden Arthritis einen Score von 0,68. Das heißt, der Patient 1,0 wäre 10 Jahre und ich behalte die rheumatoide Arthritis. 0,68 heißt, der Durchschnitt der Patienten gibt in der Studie an, bereit zu sein, 3,2 Jahre Lebenszeit zu opfern, wenn er die Rheumatoides ab sofort nicht mehr haben würde. Also eigentlich eine ganz, ganz spannende Frage. Wenn Sie das vergleichen mit Daten zur Psoriasis, ohne Psoriasis-Arthritis, dann ist es eigentlich gefährlich nah dran, wenn man sich das so anschaut. Er hat nur Hautsymptome, er hat nichts anderes und fühlt sich nahezu ähnlich belastet durch seine Erkrankung wie der Arthritis-Patient. Für Neurodermitis ist der Score wesentlich weniger dramatisch. Die Patienten haben Juckreiz, aber sie sind nicht so stigmatisiert, wie ein Psoriasis-Patient es vielleicht ist. Arterielle Hypertonie, vielleicht das Gefährlichste, stört die Leute eigentlich überhaupt nicht. Ja, obwohl es durchaus seine Risiken hat, aber das beeinflusst die Lebensqualität nicht, so eine Erkrankung. Am allerschlimmsten, wenn man da jetzt mal so eine kleine Meta-Analyse versucht zu generieren, ist der Nevus flammeus im Gesicht, also einfach ein roter Fleck im Gesicht, den jeder jeden Tag zu sehen bekommt. Das heißt, im Prinzip ist die Beeinträchtigung durch die Stigmatisierung dermatologischer Erkrankungen durchaus ernst zu nehmen, sogar sehr ernst zu nehmen. Und die Lebensqualität muss ja das primäre Ziel letztendlich unserer Arbeit dann auch sein. Und deswegen also meine Bitte, wenn Sie sich das anschauen, klar, so jemand Wellnessurlaub kommt für den nicht in Frage, ja, der Psoriasis hat. Er ist Elektroinstallateur, den stört es vielleicht nicht so, aber stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihre Patienten jeden Tag mit so einer Hand hier begrüßen. Würden Sie nicht machen, Ihre Lebensqualität wäre eine Katastrophe. Die Sache mit dem Nagelpilz alleine, auch eine Sache, Leute gehen nicht ins Schwimmbad mit sowas, sie wollen nicht, dass sowas gesehen wird. Das ist unangenehm, das ist peinlich, das beeinträchtigt. Und hier unten der Nevus flammeus im Gesicht, der tatsächlich eine sehr, sehr starke Beeinträchtigung der Lebensqualität auch darstellt. Also unsere Bitte, nehmen Sie die Hautsymptome ernst, denken Sie dran, für die Patienten ist es viel mehr ein Drama, als es vielleicht aus internistischer Sicht oder aus hausärztlicher Sicht ist. Noch ein Mini-Exkurs zu dem Thema, was wir uns wünschen. Ja, Sie sehen die Patienten hier, Sie schauen die an, Sie überprüfen das. Wenn Ihnen was auffällt an der Haut, ignorieren Sie es nicht, schicken Sie es zu uns. Solche Hautbefunde wollen wir natürlich in den Griff bekommen. Mal liegen wir dann um hier ab. 4 Dunkelpunkte, die an der Wange bei Patienten sind. Einer davon ist tödlich. Wir sehen einfach, Sie sehen, wie bunt es wird, wenn man das auflichtmikroskopisch anschaut. Sie sehen einfach wahnsinnig viel und können diagnostizieren. Und hier unten, das ist das malignende Melanom, das Knotige. Insofern oft schwer, einfach klinisch zu sehen. Sie brauchen die dermatologischen Tools, um da Diagnosen stellen zu können. Ganz kurz noch zum Thema
Lichtschutz, weil wir auch viel über Vitamin D geredet haben und weil ich viele Patienten bekomme, die vom Hausarzt, von ihren Internisten auch entsprechend instruiert werden, schön viel in die Sonne zu gehen, weil es gut ist für den Vitamin-D-Spiegel. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es gut ist für den Vitamin-D-Spiegel, aber UV-Strahlung hat schon auch so ihre Schattenseiten. Das ist ein Bild von einer Patientin, finde ich ganz eindrucksvoll, die das am gleichen Tag aufgenommen hat, von rechts einmal von links. Sie arbeitet seit 40 Jahren im gleichen Büro, am gleichen Schreibtisch und jetzt ja, raten Sie, auf welcher Seite das Fenster ist sozusagen. Ja, also UVA-Strahlung durchs Fenster ist durchaus über die Jahre dann doch entsprechend eindrucksvoll, was das so treiben kann. Durch die Wolken durch, 90% UV-Strahlung penetriert. Wenn Sie einen bewölkten Tag im Sommer haben, dann sind Sie eigentlich fast genauso gefährdet durch die Strahlung, als wenn die Sonne scheint. Es gibt noch viele Dinge. Wichtig ist mir vor allen Dingen das hier. Die UV-Belastung in der Mittagszeit zwischen 11 und 13 Uhr liegt bei ungefähr 50%. Wenn Sie es erweitern auf 11 bis 15 Uhr, dann sind es 80%. Das heißt, alles, was bis 11 Uhr passiert oder was ab 15 Uhr passiert, stellt nur noch 10% Strahlungsrisiko dar, ist aber für die Vitamin-D-Produktion sicher auch nützlich. Instruieren Sie Ihre Patienten, dass sie die Mittagszeit nicht unbedingt ihren Vitamin-D-Spiegel auftanken sollen, sondern das kann man später machen. Und wenn es so wichtig ist, dann finde ich die Substitution fast sinnvoller, als zu sagen, geh in die Sonne und hol dir dann Hautkrebs. Genau. Auch noch zum Thema ein ganz interessantes Bild, das ich eigentlich gerne mitbringe. Mal hier sehen Sie die Coliba-Methode, nach der wird der Lichtschutzfaktor in Lichtschutzcremes bestimmt. Da werden auf einen definierten Bereich von 2 Quadratzentimeter eine bestimmte Menge an Lichtschutzmittel aufgetragen und dann wird gemessen, das ist Lichtschutzfaktor 20 und so kommt es dann aufs Produkt drauf. Man sieht hier die Haut nicht mehr, so viel ist da drauf. Ja, niemand cremt sich so ein. Das macht niemand, allerhöchstens ein Viertel und das ist ein linearer Zusammenhang. Sie haben Lichtschutzfaktor 5, wenn Sie Lichtschutzfaktor 20 schmieren. Also der Rat zu niedrigen Lichtschutzmitteln ist zu erwägen. Zumindest sollte man dem Patienten das sagen, wenn du einen niedrigen nimmst, dann musst du dich auch ordentlich eincremen, damit du ihn auch bekommst letztendlich. Genau, ja, das war es im Wesentlichen. Die 4 Botschaften, die ich hier jetzt in der Kooperation Rheumatologie, Dermatologie erarbeiten wollte mit Ihnen, ist einmal, nutzen Sie das Potenzial Ihrer Dermatologen im Umkreis. Eine exakte Beurteilung des Hautbefundes und die spezifische Anamnese können definitiv helfen bei der Diagnosefindung. Zusammen sind wir definitiv stärker. Die Kooperation macht wirklich viel Spaß. Ich möchte auch wirklich dem Dr. Welker und allen Rheumatologen im Landkreis nochmal sehr herzlich dafür danken. Das ist wirklich das Salz in der Suppe, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, macht richtig Freude. Dann die Lebensqualität von Patienten mit Hautsymptomen ist erheblich beeinflusst, auch wenn die Erkrankung internistisch oder rheumatologisch bereits im Griff ist. Und Vitamin D tankt man am besten vor 11 und nach 15 Uhr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.